Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber jetzt kommt das Q&A, was ihr wahrscheinlich schon länger erwartet habt. Es ist ein paar Wochen her, dass ich die Fragerunde gestellt habe, und ihr wisst Bescheid, alle paar Monate gibt es mal wieder ein Q&A. Heute ist es soweit, lasst uns direkt starten. Ich habe meine Fragen hier vorbereitet und es sind ein paar unsinnige dabei gewesen, viele lustige und ein paar, ja, die eigentlich immer dabei sind. Also, Frage Nummer 1 von Maschkow E65. Wann bringst du die Hanteln rum? Ossi, die Hanteln sind alle beim Steve, weil wir die damals im Lockdown nach Troisdorf gebracht haben. Und ja, die sind alle beim Steve. Musst du dem Steve Bescheid sagen, falls du die noch brauchst. Dann bringen wir die rum. MTB Oscar fragt, neues Bike. Aktuell nicht. Das letzte neue Bike war das Focus. Und ich hätte schon, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, ich will kein neues Bike. Ich glaube, wir wollen immer ein neues Bike. Und wenn jemand ein neues Bike für mich hat, sagt gerne Bescheid. Luca, wird man dich in Brilon sehen? PS, könnte dich guiden. Ist mein Homespot. Oh, ja, Luca, wir waren in Brilon schon. Das Video dazu hast du dann wahrscheinlich schon gesehen. Ist ein schöner Spot, aber ich denke, ich werde ihn nicht nochmal besuchen, weil der Weg, 2 Stunden Fahrt, ist einfach ein Ticken lang für mich, für Brilon. Und dafür war es dann nicht abwechslungsreich genug. Wenn jetzt die Parks noch alle zu haben und so, dann ist das ein Spot, der sich durchaus mal lohnt für einen Besuch für mich. Aber jetzt so regelmäßig da irgendwie vorbeischauen, dafür ist der Spot mir nicht abwechslungsreich genug. So, Philipp Bre, würdest du von deinem eigenen Geld 87 Euro monatlich für Athletic Greens ausgeben? Ja, wenn ich nicht noch einen Supplement-Sponsor hätte, falls ihr Supplements mal sucht, ich werde auch noch ein Video fürs Enduro-Rennen machen, was ich da supplementiere, ist vielleicht auch ein interessantes Thema für den einen oder anderen, dann würde ich Greens kaufen und Athletic Greens vorzugsweise tatsächlich, weil die einfach wirklich gut schmecken. Man wirkt sich da keinen ab, die zu trinken und so. Und das hat mich mega positiv überrascht. Ich habe aber auch noch viel übrig. Also irgendwie hält das extrem viel, jetzt extrem lange, was die mir da geschickt haben. Ich weiß nicht, ob das eine Monatsration war oder mehr, aber ich würde das Geld dafür ausgeben, weil ich das Gefühl habe, es tut mir gut. Und ich bin produktiver, ich habe mehr Energie und kann einfach ja viel mehr schaffen und machen und fühle mich einfach besser. Da macht aber mit Sicherheit auch D3 und K2 ziemlich viel aus, besonders fürs Wohlbefinden. Aber da können wir gerne nochmal in das Thema einsteigen, wenn es um das Supplement-Video geht. Wenn euch das brennend interessiert, schreibt es in die Kommentare. Katrin, muss immer beim Uphill-Gejammer grinsen. Wie wäre es mit Training mit Zwift auf der Rolle? Ich weiß nicht, was Zwift ist. Ist das so ein Ding, wo man das Rad so einspannt? Ich jammer vielleicht auch viel rum, weil ich es einfach nicht mag. Ich bin aber bei weitem nicht mehr so unfit, wie es letzte Saison am Anfang war. Das kann ich euch schon mal vorweg sagen. Wie gut ich mich da schlagen werde, das werden wir beim Enduro-Rennen sehen. Und ich bin auf jeden Fall schon mega gespannt. So, der Dennis fragt, würdest du mit dem Bike eine weite Strecke fahren, um an Trails zu kommen, ca. 20 Kilometer. Mit dem Auto ja, mit dem Fahrrad alleine nein, weil das ist mir einfach zu weit, dauert mir zu lange. Der Chris fragt, wann fahren mit bösen und lachendem Smiley? Ja, haben wir schon lange vor, müssen wir irgendwann mal erledigen diese Saison. Aber ich denke, wir sehen es bestimmt mal in irgendeinem Bikepark. Ben Patt, MTB, Lieblingsstrecke, Lieblingspark, Bikepark Olpe, Platz Nummer 1. Ich liebe den Park, der macht so Bock einfach. Ja, Bikepark Olpe. Wenn ich weiter wegfahren müsste, da habe ich jetzt noch nicht so viele Sachen gesehen, Leogang, Saalbach und so. Aber da auch nicht alle Lines, weil da Schnee war ohne Ende. Aber hier bei den Spots auf jeden Fall Olpe. So, M.MTB fragt, sind Sie ein netter Mensch? Ich würde sagen schon, dass ich ganz nett bin. Ich arbeite ja auch mit Kindern und so, und ich denke, ich bin schon ein ganz netter Mensch. So,
Free Ride Oscar, wie war dein längster Wheelie? Ja, der war super. Das war ungefähr so, das Vorderrad hoch, halbe Sekunde und dann war es wieder unten. Ja, wann bist du dieses Jahr in Olpe anzutreffen? Dom Goes Wild. Wenn der Lift an ist, dann steht die Chancen immer ganz gut, dass ich in Olpe bin, weil es nah ist und ich einfach gerne da bin. Das heißt, ich werde auf jeden Fall öfter dort sein. Besonders, wenn es die Neuigkeiten aus Olpe gibt. So. Crazy Nicolas, Meinung über Hardtails? Kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, weil das einzige Hardtail, was ich gefahren bin, war so ein Shortbike, die Cobra. Und deswegen kann ich einfach nicht viel dazu sagen. Ich bin halt mit Fully eingestiegen und bin dabei geblieben. Emil, wann hast du Zeit? Dann machen wir mal eine Coaching-Stunde zum aktiven Springen. Ja, lass uns mal schreiben. Schreib mir gerne mal auf WhatsApp, Emil. Und vielleicht finden wir in den Osterferien mal Zeit, du hast ja dann keine Schule. Und dann nehmen wir uns mal im Nussbaum das aktive Springen vor. SMS Sippy, manchmal kann ich euren Namen nicht richtig aussprechen. Welches Schnittprogramm nutzt du? Final Cut Pro X. Ja, Final Cut Pro X. Dann Jan Rollesteck, warum bist du so unfit, obwohl du tanzt und Fitness betreibst? Ich glaube, ich bin extrem fit. Allerdings, du beziehst es wahrscheinlich aufs Uphillfahren, aber beim Uphillfahren einfach nicht. Ich bin nie Fahrrad gefahren, großartig, mal in Holland so ein bisschen und da auch nicht wirklich weit und nicht schnell und keine Berge, Holland ist alles flach. Ich denke, das ist einfach eine Trainingssache und wenn man das nie trainiert hat, kann man da nicht fit sein. Aber ich sag dir eins, bin auf einem guten Weg. Fimi schreibt, wann kommst du mal Beine trainieren? Ja, auf gar keinen Fall. Vielleicht irgendwann in 10 Jahren oder so. Themen. So, kein Benutzer anwesend fragt, glücklich? Ja. Ja, bin glücklich. Viel Struggle im Moment, sagt euch. Privat, beruflich, ging richtig viel, aber mir geht's gut. Ich denke, wir können alle eigentlich ganz glücklich sein, dass wir nicht in einem Land leben, wo es Krieg gibt oder so. Deswegen lasst uns glücklich sein, Leute. Deine drei Lieblings-MTB-Buddies. Der Marc, der Steve und der Thomas eigentlich ja auch, aber dann der Marv. Marv, Steve, Marc, Thomas. Mit dem Tom bin ich aber auch voll gerne unterwegs, auch immer cool mit ihm. Ich fahre auch übelst gern mit dem Basti von den TVO Young Guns, der Daddy. Allgemein mit den Kids von den Young Guns bin ich auch gern unterwegs. Es gibt so viele coole Leute, die man kennengelernt hat. Ne? Also das ist so, kann man gar nicht so sagen. Mit Benny, wo wir jetzt in Brilon waren, auch mega cool. Oder letztes Jahr in Willingen mit Benny war auch mega cool. Ich fand auch die Touren mit dem Tan und dem Justin cool, auch wenn ich mich da extrem schlecht fühle immer, aber ich glaube, dass ich von den zwei einfach extrem viel lernen kann, weil sie ja einfach viel länger dabei sind und auf einem krasseren Level fahren als ich. Ja. Jakob MTB fragt, wie bist du zum Biken gekommen? Kurzfassung, weil ich habe es glaube ich schon öfter erzählt, ich bin umgezogen, mein Vormieter hatte ein Fahrrad im Keller, das habe ich für 50 Euro übernommen. Steve auch, hatte ein Fahrrad auf einmal, dann sind wir Trails fahren gegangen und dann hat es mich gepackt. Wenn man, der Marcel fragt, wenn man taub geboren wird, welche Sprache spricht man dann im Kopf? Seine eigene. M. Kleber fragt, wo geht's am Wochenende hin? Wenn Willingen aufmacht, dann bin ich dieses Wochenende in Willingen vielleicht. Vielleicht auch in Stromberg. Stromberg steht auf jeden Fall auf dem Programm, muss ich unbedingt mal hin. Und ja, sonst ganz spontan. Ich plane das jetzt nicht immer so krass im Voraus, weil ich möchte mich einfach nicht so einschränken. Deswegen, ja. Ja, ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten. Wenn deine Frage nicht dabei war, dann war die wahrscheinlich mehrfach gestellt oder so oder hat nicht so wirklich ins Video und den Kontext gepasst. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Q&A. Vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die einfach runter in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, jede Woche gibt es mindestens zwei neue Videos und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, haut rein, ciao, ciao.